ist doch... Tatsache! Link! Ja, Servus und Hallo. Hier sind wir wieder bei Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind das letzte Mal bei den Orni gelandet und haben Maronus unterwegs getroffen. Und jetzt gucken wir uns mal hier um. Hier ist es ja komplett verschneit. Was sprechen denn die Damen hier? Was gibt's? Wir proben jetzt das Lied. Es wird das Lied von der Himmelsarche genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Willst du mal hören, wie das Lied geht? Na dann mal los. Juhu, es freut uns sehr, wenn uns jemand zuhört. Deswegen werden wir es ganz besonders toll singen. Sind alle bereit? Dann lass uns singen. In alten Zeiten, vergessen vor allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskinde erschlafften in Hebra alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land, dies wurde Kataklysmus genannt. Des Gottes Sehnen nach Himmelshöhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dies Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlt in Glück. Das Lied handelt von der Arche, die das Ornidorf vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals ist auch was Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche, Gibt's die wohl wirklich? Das wäre sowas von toll. Klar gibt es die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment könnten wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs. Also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Darum müssen wir jetzt auch langsam mit Proben aufhören und uns wieder an die Arbeit machen. Los, Genli, du bist fürs Essen verantwortlich. Und Molly, du bastelst uns noch ein paar Pfeile, ja? Ja! Lass uns auch heute wieder alle unser Bestes geben. Hey! Ja! Hi. Wird gemacht! Ja, singen kann ich jetzt nicht. Also nicht wundern, ich habe nicht gesungen. Ich will euch nicht erschrecken. Aber was gibt's denn hier alles? Oh je, Mini. Sieht das Bett so schlimm aus, oder was? Oh nein, ich bin so eine Niete. Schon wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Sorry. Huch, ein Gast. Nein. Ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Schwalbennest. Im Moment ist niemand sonst hier. Erhol dich also in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Ein normales Bett kostet 20 Rubine und das erstklassige Orni Daunenbett kostet 50 Rubine. Gar kein Bett, danke. Verstehe, wie schade. Komm wieder, wenn du dich ausruhen willst. Ja, okay. Das ist das Gasthaus. Wir müssen uns erstmal ein bisschen hier umschauen. Ah, da ist schon mal eine Nebenquest, so wie es aussieht. Butter, Rohrzucker, Ziegenbutter. Was haben wir hier? Ölflaschen, Holzpfeile.
Ginli. Ginli kennen wir. Was bist du? Wer bist du? Gurli. Toll, ein Kunde. Willkommen im Krämerladen Frechspatz. Wie schön, dass du trotz des schlechten Wetters bei uns einkaufst. Also, was kann ich für dich tun? Auf Wiedersehen. Weil alles zugeschneit ist, haben wir nicht viele Waren da. Tut mir leid. Wenn du Essbares wie Fische oder Pilze möchtest, musst du in den Höhlen außerhalb des Dorfes suchen gehen. An der Straße im Osten des Dorfes und den Hebrabergen gibt es recht viele Höhlen. Ginli, spreche. Gutes Essen ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube an die Worte, darum lerne ich auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zuzubereiten. Im Moment versuche ich mich gerade an einer Fischpastete mit frischem Ausdauerbarsch. Ein tolles Rezept, mit dem ich allen im Dorf neuen Mut einflößen möchte. Aber leider kann ich wegen diesem Schneesturm das Dorf nicht verlassen, um Ausdauerbarsche fangen zu gehen. Die anderen Zutaten habe ich aber schon. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Steinsalz. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Ausdauerbarsch, wenn ich da doch nur irgendwie herankommen könnte. Hab ich nicht einen? In diesem Schneesturm... Was soll ich denn tun? Nö, okay. Ich habe offenbar keinen. Da sicher nicht. Habe ich noch gar keinen Barsch gefangen? Ernsthaft? Okay, Tatsache. Noch keinen Barsch? Na, du traust dir was. Okay. Ist egal. Schauen wir mal weiter. Ah, hier gibt es Klamotten. Ah, schön. Bestimmt sauteuer. 1000. 500. 650. Gut, wir haben erstmal ein paar Rubine gesammelt. Wir können noch nicht alles kaufen. Wir brauchen erst noch mehr Rubine. Aber erstmal weiter hier. Es geht noch weiter nach oben. Da schlafen die 5 wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5. Die 5 Jüngeren hier. Fackel. Na, warte mal, ich glaube, kann ich denn schon? Kann ich denn schon? Ja, kann ich schon. Ich glaube, das habe ich noch überhaupt nicht angefangen, oder? Fotos zu machen. Fackel. Echt? Ein Topfdeckel. Okay. Ich weiß nicht, ob ich alle Fotos machen werde, während ich aufnehme, oder ob ich irgendwann mal zwischendurch einfach eine Session mache. Holzkelle. Aber die paar, die kann ich ja jetzt mitnehmen. Gut. Alles klar, hier können wir kochen, wenn wir es brauchen. Da unten zwitschert die Kleine. Genau. Zwei Feuer. Das ist bestimmt was, wo wir dann hin müssen von hier aus. Und wir hier. Oh, ja, okay. Noch nichts anscheinend. Feste gefroren. Okay, Moment. Ja, das müsste doch eigentlich gut funktionieren. Huch, kann ich was für dich tun? Aber ich bin gerade sehr beschäftigt. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Das ist mit einer grandiosen Idee gekommen. Aber in diesem Schneesturm kann ich keine Eisfrucht holen gehen. So was Gutes ist mir schon lange nicht mehr eingefallen, aber ohne Eisfrucht kann ich es nicht ausprobieren. Okay, Eisfrucht habe ich wahrscheinlich auch nicht. Hallo? Oha! Ah, was weht mir denn da für ein eisiger Hauch aus deiner Tasche entgegen? Sag bloß, ist das etwa? Es sieht so schleimig und kalt aus. Ist das weißes Schleimgelee? Und diesen weißen Monstern, das einen einfriert, wenn man es anfasst? Huch, juhu! Das hilft mir bestimmt auch weiter. Ah, aber ich weiß ja gar nicht, ob du es mir überhaupt gibst. Hm, gibst du es mir? Ja, natürlich. Juhu, ich freue mich so, danke.
Meine großartige Idee ist nämlich, sowas an einem Pfeil zu befestigen, um Monster aus der Ferne einzufrieren. Wow, ich kriege richtig Angst vor meiner eigenen Schlauheit. Was wohl passiert, wenn man andere Materialien an einem Pfeil bindet? Das gibt bestimmt auch andere Effekte. Ich bin genial. Was ich mir für tolle Ideen aus den Federn schüttle. Puh, das ist wohl etwas, da ist es wohl etwas mit mir durchgegangen. Vielen Dank jedenfalls. Bitte nimm dies hier von mir an. Holzpfeile. Klar, können wir mal brauchen. Mein Papa macht ganz tolle, starke Bogen. Und ich habe mir überlegt, ganz viele Pfeile zu erfinden, die perfekt zu Papas Bogen passen. Ich werde weiter nützliche Pfeile für unser Dorf herstellen und eines Tages bin ich dann die beste Pfeilmacherin aller Zeiten und mein Papa wird richtig stolz auf mich sein. Yep, eine Nebenquest angenommen und gleich erledigt. Ah ja. Ich will aber. Okay, Moment, lass mich erstmal nach oben gucken. Da geht's bestimmt dann weiter, würde ich mal behaupten. War es nicht so warm bei den Orni eigentlich ursprünglich mal? Also ich meine mich erinnern zu können, dass es im Breath of the Wild hier oben warm war und nicht so kalt. Ich will aber... Oh. Das ist doch blöd! Ich bin nämlich kein Küken mehr! Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Ulin, junger Ornikrieger. Oh, schade, dass es nicht weitergeht. Okay. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohlauf bist. Theba, neuer Häuptling der Orni. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich habe euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest alleine der ganzen Welt entgegentreten, bist du und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsflug heute war etwa... Der wird mir total problemlos gewinnen. Gelingen. Sorry. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von dem Himmelsache etwas dran, aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Blödsinn? Pass auf, was du... Du liebe Zeit. Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem Lied? Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an dem Liedchen ja doch was dran. Oha. Ich kann mir schon vorstellen, wo es lang geht. Und sei es das Lied von der Himmelsarche auch nur ein Kindergesang. Irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal Orni bis so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen. Aber Tulin, nun ja.
Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf die göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Was? So etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Na, vielleicht gibt es da jemanden, der dir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertis. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben brennen? Ah ja, die sehe ich, die habe ich vorhin schon gesehen. Dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal vorbei. Thulin aus dem Dorf der Orni. Ja, okay. Was ja wohl bedeutet, wir müssen eigentlich sofort darüber. Was anderes habe ich hier nämlich jetzt nicht mehr entdeckt. Huch. Na, bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber ich denke schon. Ja. Ist Schnee, da sollte man nicht ausrutschen. Na, das funktioniert. Na, super, danke. Wer hat sich denn da versteckt? Ah, wo bist du? Habe ich Feuer? Das war Quatsch. Moment. So. Da wollten wir hin, genau. Wo ist er? Oh, der ging schon daneben. Jetzt habe ich keine mehr, ich lasse das lieber. Kann gerade nicht richtig zielen anscheinend. Was haben wir denn noch? Irgendwas Feuriges werden wir doch noch haben, oder? Ja, hier. Ich habe natürlich schön mein Chili verballert. Ich stelle mich gerade richtig blöd an. Ja, dann eben so. Saphirschwert. Der kann auch irgendwas Besonderes, glaube ich. Das kann auch irgendwas Besonderes, glaube ich, oder? Ja, wusste ich doch. Na, Hyrule, was? Ah, Tanzapfen, genau. Da brauchen wir auch wieder welche. Ach ja, dich kennen wir ja auch. Du stehst überall rum und hältst die schönen Schilder fest. Da hinten ist ein Lager.
Da steht einer rum. Von weitem zu sehen. Hallo, die beiden Leuchtfeuer haben dich zu mir geführt, oder? Ich habe sie hier errichtet, damit auch im Schneesturm jeder hierhin finden kann. Wir sparen nicht an Feuerholz, damit man die Feuer auch dann gut sieht, wenn man in großer Höhe fliegt. Und doch wirken die Leuchtfeuer im Vergleich zum Kartografierturm regelrecht mickrig. Da war doch was, genau. Er wärmt zwar nicht wie ein Leuchtfeuer, aber die Größe und die Helligkeit sind wirklich beeindruckend. Ich bewundere die Hylianer dafür, etwas so Großartiges geschaffen zu haben. Ja, neckert. Dankeschön. Hebra Berghütte. Am Fuß des Hebrabergs wurden diese geheimnisvollen Objekte entdeckt. Sie haben eine seltsame Form, nicht wahr? Ich habe allerhand Untersuchungen daran durchgeführt, fand aber nichts heraus. Nicht einmal aus was oder wofür sie sind. Auch scheinen sie scharfe Kanten zu haben. Sieht so aus, als wäre es schon gefährlich, sie nur anzufassen, oder? Ich bin übrigens fertig mit den Untersuchungen und habe keine Verwendung dafür. Du kannst sie gerne nehmen. Boah, danke. So, schon kassiert. Ich nehme alles. Auch das, was nicht dazugehört. Prostling. Ja, ist gut. Ups. Das war das Falsche. Na, ich sag ja, ich nehme alles. Gut. Da war auch noch was. Dann ins Apfel. Sehr gut. Ja, was gibt's denn hier? Alles ein Sacken Ölflasche. Solange keiner was sagt, gehört alles mir. Chilis. Und du bist? Oh. Ertis. Link, du bist wohlauf. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als es plötzlich hieß, du seist verschollen. Was ist denn geschehen? Oh, du suchst Prinzessin Zelda. Es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, das dir weiterhelfen könnte. Ich habe gerade alle Federn voll mit einem anderen Problem zu tun. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden oder den Ursprung dieses Schneesturms zu ergründen. Und zu allem Unglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer, die unsere Not noch schlimmer machen. Wir haben einfach nicht genug Krieger, um sie von hier zu vertreiben. Nicht solange es uns so schlecht geht. Sei nicht böse, aber im Moment sind uns einfach die Flügel gebunden. Aber, wo ich es mir so überlege, vielleicht könnte der kleine Tulin dir ja... Ach stimmt ja, du warst ja längst länger nicht mehr hier, also. Na, unser kleiner Tulin hat inzwischen einen ziemlich guten Flügelschlag drauf, fliegt besser als so manche Erwachsene. Selbst bei diesem Unwetter dreht er seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Du solltest wirklich mal sehen, wie er Windströme erzeugen kann. Da kann der Rest von uns wirklich nur staunen. Teba gibt den strengen Vater, aber insgeheim weiß er, dass Tulin ein kleines Wunderküken ist. Wenn er sich für meinen Geschmack auch ein wenig zu viel plustert, der Kleine. Aber sprich doch einfach mal mit ihm. Als ich ihn zuletzt sah, wollte er mit Gesane und leiser Nahrung suchen. Sie sind zur Höhle der Hebra-Südspitze im Nordosten von hier aufgebrochen. Die Höhle liegt jenseits der Klippen, der Klippe vor uns, den Bergpfad hinauf. Sie sind mit einem Leuchtfeuer gekennzeichnet. Findet das Leuchtfeuer am Höhleneingang, dann sollte auch Tulin nicht fern sein. Ja, Tulin aus dem Dorf der Urni. Das wird nur interessant. Ich mag jetzt nicht noch mehr da quatschen. Ich mag eigentlich jetzt irgendwann nochmal da auch weiterkommen. Kletterpfad, Hebraberge voraus. Ja. Kletterpfad. Super. Ja.
Bis jetzt brauchen, habe ich immer noch die Hose an. Ja, ich habe immer noch die Hose an. Was ist da hinten? Ah, das ist ein Lager, okay. Darf ich bitte? Hallo? Danke. Darf ich bitte an die Leiter ran? Ja. Ich glaube, hier sollte ich mal mich ein bisschen anders ausrüsten. Hier was zum Sammeln? Nee. Eigentlich müssten ja hier jetzt dann im Schnee wieder Exalfosse auftauchen. Das wäre jetzt nicht verwunderlich. Oder etwas Ähnliches. Ah, da ist ein Leuchtfeuer. Okay, und da steht auch jemand. Super. Da müssen wir hin. Eisflederbeißer. Oh, da oben ist ein Schrein. Schön. Und wo ist der? Da hinten ist der Turm. Ah, da kommen wir bestimmt. Oh, genau. Renn voll dagegen, hast du recht. Da kommen wir bestimmt hin. Wenn ich mich aber aufspieße, dann gewiss nicht. Wie können diese Sachen einfach vom Himmel fallen? Was geht da oben bloß vor sich? Hm? Wie seltsam. Ich hätte nicht erwartet, hier einen Hylianer zu sehen. Ich bin überrascht, dass du inmitten dieses furchtbaren Schneesturms zu klettern versuchst. Merkst du, wie kalt es ist? Wir Orni halten das noch aus, aber ohne Federn setzt dir die Kälte sicher furchtbar zu. Wenn du hier weiter hinaufkletterst, gelangst du zur Höhle der Hebra-Südspitze. Meine Freunde sammeln dort gerade Nahrung. Dort kann man praktischerweise sowohl leuchtende Pilze als auch Fische finden. Was ist jetzt daran praktisch? Am Eingang der Höhle haben sie ein Leuchtfeuer entzündet, damit wir wissen, wo sie sind. Wenn dir die Kälte zu sehr zusetzt, solltest du dich ein bisschen am Leuchtfeuer aufwärmen. Ich will aber jetzt erstmal zum Turm. Das wäre mir gerade lieber. Den werde ich doch noch vorher holen dürfen, beziehungsweise aktivieren dürfen. Oh, was gibt's da? Eisfrucht. Alles klar. Wir gehen mal zu dem Turm dort drauf. Da steht auch wieder einer. Ah ja, okay. Der Höhleneingang. Ah, da ist bloß Gestrüpp rum wahrscheinlich, okay. Soll ich dich jetzt gleich machen? Ich glaube, ich mache dich danach. Komm, ich will eigentlich hier jetzt erstmal rum. Komme ich da irgendwie rüber? Nein, so komme ich nicht rüber. Ne, so war das. Geht das? Sieht so aus, als ob es gehen würde. Okay, perfekt. Dankeschön. Ein Frostling. Dann müssen wir auch noch mal weiter. Gut, dass das geht. War ich mir jetzt nicht so sicher, aber es regnet ja eigentlich nicht, es ist nur kalt. In der Kälte brennt der Feuer trotzdem. Also, gar kein Problem. Gegner. Sieht nicht danach aus und ich höre schon die Musik vom Turm. Wo geht's hier rauf? Turm am Karuga-Pass. Einmal außen rum geht's erst. Genau, was ist das? Achso, die Beleuchtung. Route. Ne, Route brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich hier
den Zugang. Alter. Das geht aber schnell hier. Na geil. Öffnen. Ja, es funktioniert. Okay, super. Perfekt. Der nächste Turm. Und somit ein weiteres Stück der Karte. Das ist ein Riesengebiet. Super. Und? Oh, das ist diese Wolke von oben, oder? Halleluja. Na, das wird lustig. Bin ich gespannt, ob ich da hin muss. Hallo? Ja, okay. Oh, da drüben stapft einer durch die Gegend. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, genau, geh lieber wieder zurück. Lass dich nicht wieder ablenken. Mach lieber da weiter, wo du aufgehört hast. Wenn es euch gefallen hat, tut was für den YouTube-Algorithmus und liked das Video, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!